jetzt. Oh, da fahren wir links, da vorne rechts. Natürlich, du musst jetzt losfahren, Alter. Bleib drin, Alter. Rechts vor links, Freunde. Gut, da hättest du ja Vorfahrt gehabt, stimmt. Wieder die Bullen. Und einmal wenden. Sau stark. So wendet man. Oh, nicht einparken. So, dann sprechen wir mal mit Bier Donnelly. Hier geht's nicht rein, da geht's rein. Keiner zahlt mehr an Sonny Blue. Hat ihm beim Schlachter Ärger beschert. Tja. Ja, annehmen. Sonny ist wieder drüben bei Robert O. Drückt sich in letzter Zeit ganz besonders blumig aus. Der Schlachter war wohl nicht gerade begeistert, dass Sonnys schmierige Geldgeschäfte gestört worden sind. Genau. Und die Kacke ist echt am Dampfen. Sonny ist entschlossen, alles wieder ins Lot zu bringen. Dass seine Leute mehr Schiss vor ihm haben als vor dir. Wir werden sehen. Bleib undercover, bis es vorbei ist, okay? So, konfrontiere Sonny Blue. So wird's gemacht. Dann gehen wir den Typen mal aufmischen. Wo ist er denn? Da drüben. Oh, jetzt bin ich falsch gefahren. Und ich kann auch da vorne rechts. Alter, Mutti, komm, runter von der Straße. Da geht's lang, noch 200 Meter. Da ist die Polizei. Hoppla, Entschuldigung. Nichts passiert, Officers, nichts passiert. Oh, jetzt hat er aber Glück gehabt, dass ich nicht über den Haufen gefahren habe. Oh. Jetzt muss ich... Ach, ich bin ein Held. Jetzt haben mir die Typen da platt gemacht. Ah, dabei hätten wir erst vorher zu dem gehen müssen. Jetzt sind sie natürlich alle wieder da, oder? Naja, natürlich. Ach, so ein Mist. Wir kommen aus der Mission nicht raus. Merkt ihr das? Jetzt dürfen wir den ganzen Spaß nochmal machen. Ich versuche immer noch rauszufinden, wie dieser Neger, der Ralph abgeholt hat, ins Bild passt. Vielleicht ein Partner? Auf keinen Fall. Ralphs Leute sind seit Urzeiten in der Southern Union. Kann mir nicht vorstellen, dass er... Wie auch immer, Sunny Blue glaubt, der Nigger kommt zurück und wir müssen bereit sein. Echt? Ja, müsst ihr. Tja. Rennt. So schnell geht's, Freunde. Und schon brennt er da vor euch hin. So, was haben wir denn diesmal hier? Auch wieder eine Schutzweste. Genau, komm mal hier ran. Zack. Es scheinen aber nicht mehr so viele da zu sein. Diese elende Sumpfratte hat es für uns alle versorgt. Uns alle? Du bist es doch, der an diese Hollow-Schnitten ran will. Verdammt, Gott, soll hat deine Kleine mal vorbeischauen. Donna sagt, wenn sie rausfinden, dass du farbige Mädels vögelst, kommen dich die Haitianer holen. Und tschüss. Lauf weiter, Arschloch. So, die haben wir auch. Hier geht nur ein bisschen die Munition aus. Da liegt ja auch einer rum.
Ist ja eh kellhaft. Hab ich den auch platt gemacht? Wo kommt der Typ her? Ja, wo kommt der wohl her? Ich bin nur hier, um Sonny Blue zu... Da wieder einer drin? Nö. Aber wer macht denn hier so komische Geräusche? Ach, guck da an. Den hat's erwischt. So. Jetzt fehlt mir allerdings die Munition. Ja, meiner auch. Boy. Wo schießt der denn her? Wo sitzt denn der? Da hinten sitzt einer. Alter, ihr trefft ja gar nichts. Oh, da gibt's Muni. Ja, kommt mal her und guckt mal nach, genau. Den habe ich erwischt. Sehr nice. Zack. Die Wumme ist echt cool, die ich da habe. Die macht echt Laune. Oh, da kommt einer von hinten. Ich auch. Ich sehe dich auch. Oh, wo ist denn der Dödel jetzt hin? Ah, da ist einer. Vielleicht, aber auch nicht. Vielleicht bist du einfach tot. Okay. Erstmal nachladen. Passen halt auch nur 4 Schuss rein in den Kram. Ah, da gibt's wieder Munition. Ah, jetzt ist er nämlich da hinten, der Boy. Ah, ja. Ja, ist recht. Keine Spur von ihm. Geh zurück und schau da drüben nach. Nur eine Frage der Zeit, bis ich dich finde. Meinst du? Nur eine Frage. Diese Jungs waren luschen. Probier's mal mit mir, Großer. Ja, ich komm doch. Wo habt ihr noch nicht gesucht? Der kann bloß die Wumme hier nicht stillhalten. Das ist ein bisschen ärgerlich. Komm mal her, Boy. Wo rennst du denn wieder rum? Wo versteckst du dich denn? Du hast doch Angst, ich seh's dir doch an. Ist er da versteckt, dass ich? Wo haben wir noch nicht gesucht? Shit. Kann ich jetzt zu ihm hin? Ah, ich kann ja schon zu ihm hin. Das ist super. So. Anwerben oder töten? Ja, wir werben an. Du könntest der Bratwurstkönig von New Bordeaux sein, wenn du für mich arbeitest. Na, wie klingt das, Sonny? Na sicher. Ich mag es sowieso irgendwie, hier zu arbeiten. Gut. Burks Leute werden sich melden. So. Jetzt haben wir es geschafft. Jetzt haben wir die Klinik hier mal endlich aufgemischt. Gibt's doch gar nicht.
So, gefallen. Burke kommt für die Kosten deines nächsten Anrufs bei seinen Verbündeten auf. Cops in der Nähe. 400 liefert die Position aller Cops im Einsatzgebiet. Einkommens plus 30.000 Dollar. Geschäft im aktuellen Bezirk eine. Dann Burke zuweisen. Der Schlachthof ist sauber. Schick deine Leute. Hey, kümmert euch nicht um die Leichen. Meine Jungs wissen, was sie damit machen müssen. Alles vorbereitet. Der Schlachter ist unterwegs. Zeit, den tollwütigen Hund zu erschießen. In Ordnung. Und wieder einmal haben wir ein Geschäft für uns. So, da muss ich jetzt mal ein paar Screenshots machen. Das sieht nämlich richtig cool aus. Ich war im Zweiten Weltkrieg im 3. Zugkompanie C Panzerzerstörungsbataillon 614. Ich war zwar ausgebildeter Sanitäter, hatte aber trotzdem eine Waffe. In unserer Einheit waren alle schwarz. Die Armee wusste nicht, wohin mit uns. Jedenfalls wollten sie, dass wir nicht mit den Weißen zusammenkämpfen. Klimbach. Klimbach war ein kleines französisches Städtchen in der Nähe der deutschen Grenze. Und wir hatten den Befehl, es einzunehmen. Drei von den vier Abwehrkanonen, die wir hatten, hatten die Crowds kassiert. Aber aufgeben kam auf keinen Fall in Frage für uns. Wir waren fest entschlossen zu beweisen, dass wir mindestens genauso gut, wenn nicht gar besser waren als die ganzen anderen Soldaten in der Armee. Ich red nicht gern über Auszeichnungen, die ich bekam. Wenn ein Mensch sowas überlebt, dann nur durch die Gnade Gottes. Ich finde es nicht richtig, sich mit Blechstücken dafür zu dekorieren. Außer Ihnen und John Donovan weiß es niemand. Nicht, dass ich mir große Mühe gegeben hätte, es geheim zu halten. Es hat nur niemand danach gefragt. In Ordnung. Wieder ein paar Infos mehr bekommen. Den Bezirk übernehmen. Du hast ein Geschäft im Bezirk ausgeschaltet. Nimm dir das andere vor, um den Lieutenant hervorzulocken und den Bezirk zu übernehmen. Eroberte und zugewiesene Bezirke schalten lohnendere Gefallen und Dienste einer Unterbosse frei. Okay. Sehr schön. Da gehört der Laden jetzt auch uns. Hab eine Menge Horrorgeschichten gehört, was in diesen. So, jetzt haben wir erledige den Schlachter. Was ist denn das hier? Ah, Medizinschrank. Erledige den Schlachter. Der Schlachter ist fuchsteufelswild und verlangt nach dem Kopf des Motherfuckers, der ihm seine Geschäfte versaut. Du Glückspilz. Okay, Burke hat Neuigkeiten für den Schlachter. Oder über den Schlachter. Dann mal hin. Gefallen verdient. Warum habe ich das denn jetzt nicht ausgewählt? Habe ich das jetzt abgewählt versehentlich? Ich will zum Schlachter. Böse Gefallen bei Verbündeten ein. Okay, da müssen wir auch mal schauen, wie wir das genau machen, beziehungsweise was die da genau meinen mit. So. Wieder zurück zum Sportplatz. Da wären wir. Dann mal rein zu Burke. Gucken, was er zu erzählen hat. Was soll das denn werden? Ich werde gleich Besuch kriegen. Jeden Augenblick taucht Barbieri hier auf. Was, Barbieri hier? Hat er gesagt, und normalerweise quatscht er nicht rum. Wir haben eben telefoniert und ich habe ihm gesagt, ich erwarte ihn hier, um die Sache zu klären. Verfickte Scheiße, Burke, du kündigst doch dem Feind den Hinterhalt nicht schon an, bevor er... Großer Gott, wenn du alles immer so ernst nimmst, wo bleibt der Spaß? Echt jetzt, was soll schon passieren? Dass wir alle draufgehen. Hey, das könnte sein. Er ist ja sehr optimistisch. Ganz ruhig.
Der Schlachter und seine Jungs sind hinter mir her. Sicher? Wenn's einen Vorteil hat, deine Scheißtochter zu sein, dann den, dass ich weiß, wie eine blutrünstige Horde Ithaka aussieht. Ich lock sie mit dem Scheinwerfer beim Wasserturm an. Ich habe im Hof ein paar Fässer verteilt. Mit einer speziellen Spritmischung drin. Eine Kugel und die explodieren. Darum halt lieber ein bisschen Abstand. Ich nehme die Ithaka vom Kran aus ins Visier. Und du? Verziehst dich aufs Dach. Na dann, hoch aufs Dach. Und noch was. Wenn du abhaust, niete ich dich persönlich um. Ist das klar? Na dann bis nach der Vorstellung. Hoffen wir es. Alles in Ordnung, Kleine? Wie bitte? Mein Papst fragt, wie es mir geht? Hast du nicht so viel Fürsorglichkeit verdient? Scheiße, ein einfaches Ja oder Nein hätte gereicht. Da kommen sie, die Ithaka. Sehr nice. Einer weniger. Ich werde auf dein Grab wissen, du dreckiger Ithaka. Rechts von dir, pass auf! Ja, ist ja gut. Alter, schießt du auch mal? Ich hab nicht mehr viel Munition. Alter. Die Wichser kommen von links. Das ist rechts. Shit. Alter, gibt's hier oben wenigstens Munition? Ah! Shit, 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 shit. Alter. Alter. Wo kommen die denn alle her, ey? Ach, da hinten steht noch einer, okay. Gut. So, da hinten kommen wieder welche. Ja, gib mir mal Feuerschutz, solange ich nachlade. Ach, die Musik ist einfach nur episch, die ist echt geil. So, kommt mal her, ja genau, Jungs, komm. Natürlich nicht. Alter, ich treffe ja gar nichts. Der Aubergine-Scheißer ist hier. Oh Mann. Hey, der kleine Nigger von Berg geht mir am Arsch vorbei. Ich will diesen Nieren haben. Kapiert? Ich reiß ihm so den Arsch auf, dass er sein Leben lang nicht vergisst. Bringt mir diesen Schwanzlutscher und zwar lebend. Das ist sauber. Alter, wie wär's damit? Alter, das ist ja wieder übelst. Habe ich. Sehr schön. Erledige den Schlachter, erledige die Männer des Schlachters. Okay. Gibt es immer noch die Fesken, ne? Shit. Komm. Komm da raus. Sofort. Und ich habe keine Munition mehr, Alter.
Da unten sitzt noch einer. Lass mich deine Innereien sehen! So ein Mist. Shit. Und jetzt? Ja, ich auch nicht. Da sind wir schon zu zweit, Junge. Wahr sein, ich habe keine Munition mehr. Und jetzt? Und jetzt? Ich brauche Nachschub, in Point wird da. Komme schon, nur einen Augenblick. Ja, es bringt mir nichts, wenn du jetzt davor fährst, du Knallkopf. Wo sind die denn überall? Da steht einer. Viel sind's nicht mehr, ne? Shit, jetzt kommt einer mit dem Scheiß. Ich hab keine Munition mehr, ich kann nichts machen. Wie ätzend ist denn das? Ah, sauber. Oh, Alter. Ich kann gar nichts machen. Ich hab noch nicht mal mehr Granaten oder sowas. Gar nichts. Bin komplett blank. Und drei Typen um mich rum. Ich muss irgendwie an die Wumme kommen. Na, hast du nicht. Was eine kranke Lache, ey. Was eine kranke Lache.